Moin, moin, liebe Leute, zu einem neuen Vlog. Kennt ihr das Gefühl, ich habe mit Trailer das letzte Mal schon drüber gelabert, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr ewig lang auf ein Album von einer Band wartet, die ihr, das ist eure Leib- und Magenband oder was auch immer, ihr hört die super, super gern. Leib- und Magenband? What the f? Egal. Und ja, dann kommt das Album raus und ihr denkt, oh. Bands entwickeln sich ja immer weiter, Zeit bleibt nicht stehen, aber wenn das dann im Endeffekt nichts mit der Band zu tun hat, die man vorher mochte, dann ist das irgendwie sinnlos und man hätte sich die Wartezeit doch sparen können. So ähnlich war das bei mir immer bei Guano Apes. Ich mochte Guano Apes früher echt gerne. Proud Like a God war ein fantastisches Album. Und das Album danach war auch gut. Ein paar Singles waren okay. Ab dem Zeitpunkt, wo sie Kumbaya, mein Lord, mit Michael Mittermeier gemacht haben, kam mir schon so ein bisschen die Galle hoch. Aber was danach kam, ich habe dann Guano Apes komplett vom Schirm verloren. Und dann, ich glaube vorletztes Jahr oder so, plötzlich durch Zufall wieder gehört irgendwas von ihrem neuen Material. Und dachte mir so, what the fuck? Also von diesem Nu-Metal-Rock-mäßigen Ding komplett in, also wirklich 100% Pop-Schiene zu gehen, war schon ziemlich übel. Und dann halt auch in Interviews, wenn Leute sich darauf angesprochen haben, dass sie ja früher viel härtere Musik gemacht haben, ja, aber das sind wir nicht mehr und darauf wollen wir auch nicht bezogen werden. Also, the fuck, okay. Bisschen ärmlich irgendwie. Vor allen Dingen sowas dann zu sagen, dass damit seid ihr berühmt geworden, Kinder. Das ist irgendwie ein bisschen peinlich, dann zu behaupten, das wärt ihr nicht. Und vor allen Dingen, ihr seid immer noch eine Band, bestehend aus Schlagzeuger, Bassisten und Gitarrist und alles, was man hört, ist ein Keyboard und ein bisschen Synthesizer-Sound für Popmusik und die Sängerin. Dann macht nicht so, als wäre der noch eine Band. Also, das fand ich irgendwie ziemlich erbärmlich. Ja, und dann, dann habe ich gerade gesehen, dass Guano Apes ein neues Album rausgebracht hatte, und zwar Proud Like a God XX, oder so nennen sie das, oder? Ja, genau. Die vermutlich 20 Jahre Version von Proud Like a God, ihrem Debütalbum. Und ich dachte, okay, also plötzlich ist es doch wieder interessant, was ihr damals so gemacht habt. Ja, es sind fast alle, es ist eine Doppel-CD, auf der ersten CD sind fast alle Songs drauf von dem originalen Album. Ich glaube, einer fehlt, der Bonus-Song fehlt, glaube ich. Und alles ein bisschen remastered. Kann man sich drüber streiten, ich finde den Sound nicht unbedingt besser als das Originalmaster. Und auf der zweiten CD sind von den elf Songs von der ersten CD 9 Songs auf der zweiten CD gecovert. Und leck mich am Arsch, ist das schlecht. Warum muss man alles modernisieren? Warum? Manche Sachen kann man einfach für sich stehen lassen. Ich verstehe das nicht. Warum muss man Sachen immer versauen, indem man sagt, oh, die müssen jetzt aber modern sein. Oh, oh, hier, das kann man, das klingt zu kompliziert, als dass man das heute hören könnte. Da müssen wir jetzt, lass mal ein Hip-Hop-Ding draus machen. Alles klar. Oh, das ist so übel. Das ist so übel. Meine Lieblingssongs von dem ersten Album sind relativ ruhige und langsame, sehr melodische Songs. Und die wurden jetzt alle wie, pff, mach mal ein Rap-Ding draus. Oh, ist das, mein Gott, weißt du, wenn das irgendeine andere Band macht, das ist ja okay, aber wenn das die eigene Band macht, uiuiui. Ui, ui. Ja, okay, also, sie sind Proud Like a God, dass sie ein Album rausgebracht haben und das 20 Jahre später dann wirklich nochmal remastern, aber das hätte es jetzt dann irgendwie, glaube ich, dann so doch nicht gebraucht. Und wenn man sich die YouTube-Videos anguckt, die offiziellen YouTube-Videos und die Kommentare und die Bewertungen anschaut, dann bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der so denkt. Die haben sogar ein Eminem-Cover gemacht. Why? Übrigens hatte ich gestern ein sehr interessantes Erlebnis mit Amazon. Ich hatte so Probleme mit meiner Capture-Karte und dachte, sie wäre kaputt. Hab mir deswegen, weil ich keinen Bock mehr auf USB-Capture-Karten hatte, eine interne Capture-Karte, eine Elgato HD60 Pro oder wie sie heißt, geholt. Hab die eingebaut und hab gemerkt, oh, das ist exakt derselbe Fehler. Aus irgendeinem Grund funktionieren meine Upscaler nicht mehr mit den alten Konsolen und auch nicht mit meinem PC jeweils. Die zwei Upscaler, die ich habe, die machen beide exakt denselben Fehler, dass der Sound langsamer, also wie Slow-Mo, so ein bisschen tiefer und halt langsamer ablaufen als das Bild.
Und ich dachte, wie gesagt, das wäre die Capture-Karte, die das nicht schneidet, weil wenn ich ein normales HDMI-Signal reingegeben habe über PS4, lief alles wunderbar. Hat sich herausgestellt, wenn ich die Standard-Ausgänge benutze, also hier VGA und normalen Ton und bei den Konsolen den normalen Composite-Kabelton und Bild, dann funktioniert alles wieder top. Das ist eigentlich was, was früher nicht ging, weswegen ich diese Upscaler gekauft habe. Jetzt hat sich das aus irgendeinem Grund gedreht, ich weiß nicht warum. Ich habe es mit Laptop, PC und Loose Laptop mit Windows 8 probiert. Überall dasselbe Problem. Was auch immer. In dem Zug, wie gesagt, habe ich die andere Capture-Karte geholt, habe gemerkt, okay, die macht exakt dasselbe. Und habe die wieder verpackt und wollte sie zurückschicken. Habe dann gewartet, bis die Post kommt, damit ich nicht extra eine Abholung bestellen muss. Und die kam gestern Mittag, so gegen 1 Uhr. Und ich gebe dem das Paket mit. Ich habe meinen Zettel ja noch hier liegen. Gestern Nachmittag, als Try da waren, wir den Laptop gemacht haben, schreibt mir Amazon, alles klar, das Paket ist angekommen und angenommen und damit ist die Rücksendung abgeschlossen. Und ich gucke bei DHL nach und das Ding ist definitiv noch auf dem Weg. Das ist jetzt noch auf dem Weg. Ich meine, ernsthaft, wie soll das innerhalb von Stunden da ankommen, wenn ich es gerade erst abgegeben habe? Das ist völliger Schwachsinn. Dementsprechend, Amazon, netter Service, aber ein bisschen risky, würde ich sagen. Ich hätte sonst was in das Paket reinmachen können und ihr schließt diese ganze Zurücklieferung einfach ab. Das Ding kostet 190 Euro. Da hätte jetzt einfach nur Pappe drin sein können in diesem Karton. Ich finde das ein wenig sehr mutig. Ich weiß, dass Amazon das ab und zu macht. Das hatte ich auch mit was anderem, was ich mal zurückgeschickt habe, wo die mir gesagt haben, ja, mein Gott, es kam hier nie an, mach mal klar. Und das war auch nicht günstig. Also, da sind die echt ziemlich locker, was das angeht. Könntest du irgendwann in den Arsch beißen? Ach, was machen wir uns vor? Als wenn Amazon jemals in Geldnot käme mit sowas. So, die Meldung kam gerade raus. Update über Kickstarter. Shenmue 3 fällt auf 2019. Sie werden es dieses Jahr nicht mehr rausbringen. Wenig überraschend für mich. Nach den letzten Updates, die ich bei Kickstarter gesehen habe, was so passiert, wie das Spiel so nach vorne kommt, bin ich ehrlich gesagt sehr froh darüber, dass es noch ein Jahr bekommt und nicht mehr hoppla hopp dieses Jahr fertig gemacht werden muss, weil die waren noch sehr weit entfernt. Und ich meine, das waren Alpha, Pre-Alpha-Bewegungsanimationen. Ich höre die Post. Und es war einfach nur übel. Also von daher, die brauchen definitiv noch mehr Zeit, das war mir von vornherein klar. Und jetzt haben sie es halt offiziell gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Delay, weil es gab ja schon mal eins, sollte 2017 rauskommen. Wer auch immer sich den Plan ausgedacht hat. Mal schauen. Hoffentlich wird es jetzt gut. Ich meine, dieses Jahr kommt Shenmue 1 und 2 als HD Remake. Ich bin bedient. Und ich bin so oft von Spielen enttäuscht worden. Ganz ehrlich. Lieber ein gutes Spiel 2019. Von mir sogar 2020. Aber dann ein gutes Spiel. Ich hoffe, das wird was. Außerdem gibt es ja noch Yakuza. Und ich glaube, Yakuza hat Shenmue bei mir tatsächlich wirklich in meiner Liebe zu Videospielen abgelöst. Yakuza ist so gut. Spielt Yakuza. Spielt Yakuza Zero. Fangt damit einfach direkt auf der PS4 an. Es ist der Precursor von allen anderen Teilen. Von daher kann man den perfekt spielen. Dann spielt Yakuza Kiwami, da bin ich gerade dran, das ist nämlich das Remake von Teil 1. Das Remake von Teil 2 steht dieses Jahr noch an. Teil 3, 4 und 5 gibt es jeweils auf der PS3 und die kosten so gut wie nichts mehr. Die sind alle fantastisch und Teil 6 ist jetzt ebenfalls rausgekommen für die PS4 wieder. Und es spielt nicht dieses Yakuza Dead Knight, Yakuza Dead irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Das war so ein Action-Shooter-Spin-Off mit Zombies. Jeder macht mal Fehler. Spielt das nicht, aber spielt die Yakuza-Reihe. Gebt dem eine Chance. Es ist langsam verwirrend japanisch, aber es ist so gut und die Story ist so, oh, die nimmt euch an den Eiern und reißt die Eier raus. Das ist hart. Wow, okay, ich bin wirklich begeistert von Cigar World. Das Paket kam gerade an. Erstes Mal, da kommt ein großer Schein, wo drauf steht, wer das für dich zusammengelegt hat und so weiter, damit du der Person den Arsch aufreißen kannst, wenn es nicht gut war, keine Ahnung. Finde ich gut, dass da Gesichter dahinter sind. Dann werden die richtig verpackt. Mit Siegel und allem.
und dann nochmal mit eigenen Pappverpackungen. Das sind richtig dicke Verpackungen, das ist kein Spielzeug hier, das ist richtig, richtig hochwertig. Sogar hier mit Flüssigkeitsschwamm-Dingenskirchens. Also, ey, Hut ab. Ich meine, klar, wenn es jetzt richtig teure Sachen wären, dann würde ich erwarten, dass das so ist. Aber ja, hier sind die Kartons, wo dann die ganzen... Oh, ho, 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 wie geil das ist. Wie geil das gemacht ist, wirklich cool. Und das Coolste, wirklich beim besten Willen, was mit im Karton liegt, ist eine Zeitung. Die legen eine Zeitung rein, das Schnapsblatt. Das ist eine richtige Zeitung. 8. Ausgabe von 2018. Rum und Co. GmbH präsentieren das Schnapsblatt, das Spirituosenjournal. Und da ist alles mögliche drin. Da geht es hier über Cognac, Gin, Themenwelt Rum, Tabak, Whisky, Rum und Co. Gewinnspiele. Das ist eine richtige Zeitung. Ich finde das so mega. Hier ist ein Mai Tai Rezept. Das ist absolut Hammer. Absolut Hammer. Also das ich hatte vorher keine Kritik an Cigar World. Ich fand die Webseite gut. Ich finde die Webseite extrem gut, allein um nur rauszufinden, was an Zigarren einem schmecken könnte, was nicht und was passt und wie auch immer. Jetzt, nachdem ich da bestellt habe, wow, bin ich absolut begeistert. Also, wenn ihr mal Zigarren haben wollt, oder Tabakwaren im Allgemeinen, die haben ja auch was anderes als nur Zigarren. Cigar World. So, ich weiß, ich rede viel über Zigarren momentan, aber das ist natürlich uninteressant für jeden, der sowas überhaupt gar nicht, den das nicht interessiert, aber ich dachte, das ist jetzt der Part, jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme anfange, geht mein Handy. Das ist der Part, wo ich jetzt wirklich einfach mal was darüber sagen muss, und zwar, ich bin fast durch, ich habe es getan, ich habe die kubanische angemacht, die Romeo und Juliet kubanische Nummer 2 Tubus. Ist jetzt nicht so, als wäre das die super edelste Zigarre, die man sich vorstellen kann. Die kostet 6 Euro. Das ist immer noch weniger als ein Zehntel von dem Preis von Zigarren, die ich so im durchschnittlichen High-Price-Segment gesehen habe. Und darüber hinaus geht es noch in die Hunderter und Tausender rein. Also pro Zigarre. Also von daher ist das jetzt nichts unfassbar Besonderes. Aber für mich ist es was Besonderes, weil es ist immerhin dreimal so teuer als die Zigarren, die ich sonst hier habe. Ja, ich bin jetzt schon relativ... Das gibt's nicht. Ich bin schon relativ weit jetzt. Und ich muss sagen, als ich es angemacht habe, dachte ich mir, okay, sie ist stärker. Aber es ist nicht so ganz meins. Sie war mal zu scharf vom Geschmack. Ansonsten von den Geschmacksnoten ist sie ähnlich zu den Cusano, die ich hatte. Sprich, relativ wenig Frucht oder Süße, sondern eher herb und die nennen das immer grassy oder Grasnoten oder sowas. Erde, keine Ahnung, ich bin schlecht in sowas. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich das ist, was ich schmecke, weil ich selten Gras esse und relativ selten an Leder lecke oder Erde kaue. Von daher fehlt mir der Vergleich. Ja, aber... Ich muss sagen, jetzt, wo sie fast durch ist, sie ist wirklich gut. Sie ist wirklich verdammt gut. Richtig geil. Gepaart mit Whisky. Ich kann nur immer wieder sagen, Whisky und Zigarren, das ist kein Scheiß. Die passen wie Faust aufs Auge. Wenn du das Gefühl hast, oh, meine Zunge, das ist ein bisschen scharf auf der Zunge, dann nimmst du einen Schluck Whisky und es levelt sich so komplett aus und kommt ins Gleichgewicht. Das ist total geil. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier nochmal eine für 6 Euro holen würde. Das ist wirklich viel Geld und ich bin eigentlich mit den Zigarren, die ich momentan habe, von 2 bis 3 Euro Bereich, absolut zufrieden. Von daher sehe ich jetzt keinen Grund, das Dreifache zu zahlen oder das Doppelte oder Dreifache zu zahlen für die hier. Aber für ab und zu ist die tatsächlich wirklich nicht schlecht. Ich kann sie empfehlen. Romeo und Juliet. Oder Julietta. So, ich habe mit Troy ein bisschen gezockt. Sein Internet spielt leider ziemlich verrückt. Ist immer noch nicht so wirklich zu gebrauchen. Vielleicht sollte er seinen Nachbarn, Vermieter doch nochmal anhauen, dass er da schneller Internet kriegt. Weil, ja, das ist sehr instabil.
Was aber nicht nur am Internet selbst liegt, sondern mehr noch an seiner Verbindung im Haus mit irgendwelchen WLAN-Repeatern. Und ja, das ist wahrscheinlich totales Chaos. Ja, wir haben ein bisschen Dog Kickers gespielt. Das ist ein Spiel, das haben wir uns beide geholt, weil es irgendwie für 1 Euro schieß mich tot im Sale war. Mehr würde man dafür auch nicht ausgeben wollen. Es ist witzig, das Schöne ist, das Spiel gibt es auf allen möglichen Plattformen. Also auf iOS, auf Android, auf PC, auf Linux, auf Mac, auf allem, was du dir vorstellen kannst. Und es ist so ein... das Problem ist, es versteckt sich hinter so dem Banner von Taktikspiel. Du spielst halt ein Squad, so ein SWAT-Team. Und steuerst die quasi mit Mausgesten. Also du bewegst die, du siehst von oben so drauf und kannst die dann mit Maus quasi den Weg zeichnen, was sie machen sollen und dann unterwegs, was sie tun sollen. Und sie schießen automatisch auf das, was sie sehen. Und hast dann immer so einen Pause-Modus, den du anschalten kannst. Und das mag im Singleplayer funktionieren, aber der Koop-Modus davon ist chaotisch ohne Ende, weil jeder pausieren kann, aber das nicht bedeutet, dass das Spiel pausiert. Nur wenn beide gleichzeitig pausieren, dann pausiert auch das Spiel. Ansonsten stehen nämlich deine Einheiten einfach nur rum, während die von Mitspielern noch rumlaufen und die Gegner auch rumlaufen. Und damit bist du einfach nutzlos in dem Moment. Und die Steuerung ist super fummelig. Und das gepaart mit den Lags, die wir hatten, war seltsam. Es ist witzig, es macht Spaß irgendwie, auf eine sehr trashige Art und Weise. Wie gesagt, mehr als unter 3 Euro war es, unter 5 Euro würde ich sagen, ist es in Ordnung, alles drüber. Nee, es hat halt Möglichkeiten mit Workshop-Anbindung, Level-Editor und so weiter und so fort. Du kannst deine Charaktere aufleveln, neue Sachen dafür kaufen und es hat einen Koop-Modus und deswegen ist es schon ganz cool. Aber es ist nicht unbedingt gut. Es ist okay. Es gibt, glaube ich, auch noch einen Nachfolger davon, der jetzt gerade im Early Access ist, der nennt sich Dog Kickers Action Squad oder so, was ein 2D-Sidescroll-Shooter ist, auch für Koop. Keine Ahnung, wie der ist, weiß ich nicht. Ist jedenfalls was sehr anderes. Naja, aber Dog Kickers kann man sich, glaube ich, für zwischendurch mal antun. Das ist ganz okay. Witzige Idee auf jeden Fall. Und weil Trey das mal erwähnt hat, habe ich das jetzt auch in die Tat umgesetzt. Wir nehmen alles auf. Alles. Wenn wir irgendwas zusammen zocken, nehmen wir es auf. Ob wir irgendwas daraus machen, keine Ahnung. Trey hatte gesagt, ich kann ihm auch gerne die Dateien dann immer geben, weil er momentan Spaß hat, an diesen Highlight-Sachen zu schneiden. Vielleicht bastel ich auch was zusammen, ich weiß es nicht. Ansonsten haben wir es einfach. Ja, das war jetzt ganz cool. Mal gucken, wann wir weiter zocken. So, ich habe ausnahmsweise richtig gut gepennt. Also wie absolut ein Stein. Ich bin überhaupt gar nicht aufgewacht. Selbst als Lou auf die Arbeit gegangen ist, kann ich mich nicht erinnern, dass ich aufgewacht bin, als sie mir Tschüss gesagt hat. Ich bin Stein. Finde ich gut. Dementsprechend fühle ich mich wesentlich ausgeruhter heute. Ich werde jetzt gleich mal Trial anschreiben, ob wir heute irgendwas machen. Denn... Naja, draußen sieht es nicht so scheiße aus. Es ist zwar bewölkt, aber mit Sonnenschein. Irgendwie Sonne kommt von da, Wolken sind da oder so. Es soll heute wohl noch regnen, morgen eher weniger. Ich bin halt immer noch am Überlegen, ob wir jetzt nicht endlich mal den Podcast aufnehmen sollen. Und dann weiß ich allerdings auch nicht, ob wir den jetzt draußen aufnehmen oder drinnen und beides einfach mal probieren. Ich muss mich einfach mal ein bisschen mehr schlau machen, wie man diese Mikrofone besser mixen kann, vielleicht ein bisschen dieses Raumgeräusch rausnehmen kann, diesen Raumhall. Ich kenne nämlich YouTuber, die solche Mikros benutzen, und zwar wirklich genau die, und bei denen ist es nicht so, aber das sind Amis und die erreichst du irgendwie nicht so richtig. Bisschen komisch. Achso, ja, Amis. Ein Kanadier hat mich angeschrieben, hat mir auf das Video gepostet von dem Metallica-Cover. Und wir haben ein bisschen Cross-Promotion gemacht. Ich habe so ein bisschen seine Videos angeguckt, darüber kommentiert. Er hat bei meinen Videos kommentiert. Sehr netter Typ. Cool. Und wahnsinnig talentiert. Der Typ ist wahnsinnig gut. Hammer. 17 Jahre. Da habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr, ein Instrument zu spielen, wenn ich das sehe. Gut. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich versuche heute ein bisschen was mit Trials machen. Falls das nicht hinhauen sollte, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen, damit ich nicht ganz unproduktiv bin. Und ich glaube, heute ist der letzte... Nee, morgen muss Lou, glaube ich, auch noch arbeiten. Und dann hat sie Urlaub. Da können wir mal gucken. Mittlerweile ist es super blöd. Lou hat jetzt... Ich glaube, einmal hat sie jetzt Samstag frei gehabt. Und das war genau ein Samstag, wo kein Flohmarkt war.
Und jetzt ist wieder die ganze Zeit Flohmarkt. Es ist zum Brechen. Ich würde so gern mal wieder. Ich war seit über einem Jahr, ich glaube schon seit 2 Jahren jetzt schon nicht mehr auf dem Flohmarkt. Es nervt. Ich würde echt gern mal wieder hin. Ich hoffe, dass das demnächst mal wieder möglich ist. Vielleicht im Urlaub jetzt. Genau. Und dann bin ich immer noch am Überlegen, was ich mit meinem Laptop hier mache. Ob ich da irgendwie versuche rumzuknopfen, irgendwas klingelt. Wegen den Temperaturen. Ich muss mir überlegen. Naja, gut. Dann war es das für den Vlog. Wir sehen uns beim nächsten. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.